Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto Vice City. Was? Ein Stinger. Speichern wir den auch vielleicht da, ne? Also wir gehen den jetzt nicht auch speichern, sondern wir bringen den runter in die Garage, damit wir, falls unser anderer kaputt gehen sollte, was ja immer noch sein kann leider. Okay. Was haben wir denn jetzt? Ein Sabre. Stand ein Sabre drauf. Nein. Dann kann ich den ja fürs Rumfahren nehmen. Was haben wir also? Das da vorne, das ist mit Banshee. Ich glaube, die Sportautolisten kommen erst noch. Das sieht nach einem Rancher aus. Moin, Digi. Ja, ihr killt mich gar nicht, ihr seid meine Leute. Halt die Fresse. Am besten möglichst ganz abliefern. Das bringt dann wahrscheinlich mehr Geld. Blister Kompakt, das ist... Ah ja, das ist diese Vlad-Karre, die der haben will. Ja. Ja komm, wir haben jetzt zwei Stück, einen dritten brauchen wir jetzt nicht auf Lager. Den dritten brauchen wir jetzt nicht unbedingt auf Lager. Den hatten wir gerade. Das kann man kaufen. Ist das dieser Taxi-Dings? Für 70.000? Nee, das ist eine Druckerei, okay. Okay, was drucken wir da? Falschgeld oder so?
Da hinten ist, glaube ich, die Taxizentrale. Für 40.000? Klar, nehmen wir. Warum auch nicht? Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management... again. Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang... Gotta make sure we get no trouble. Capiche? She liked the capiche. I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them. Etc. You got it? Yes. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Okay. Ich meine, wir können ja mal kurz speichern. Fette Beute. Und dann haben wir das nämlich. Dann haben wir das nämlich fix und machen das einmal. Kaufmann-Taxi. Eigentlich müssen wir das jetzt umbenennen. In Versetti-Taxi. Ey! Willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen, Alter? Ja, mach du mal. Mach du. Haust du rein. Ups. Hallo. Ja. Der war eh korrupt.
Der war eh korrupt. Korrupt bis zum Himmel, Alter. Ja, lass das. Ja, komm, nee. Muss jetzt nicht sein, oder? Moin. Jetzt müssen wir nämlich erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Und dann fahren wir wieder ein Rennen und so läuft es dann weiter. Ich meine, unterwegs findet man dann immer irgendeine Karre, die vielleicht auf der Liste steht. Aber den Rancher hier haben wir schon. Den Rancher da haben wir auch schon. Ich sinke überhaupt nichts, Alter. I think. Man. Hier wird nicht gesinkt. Wahnsinn. Moin. Oh, ups. Hey, Mensch. Oh, hier wird geballert. Okay. Drei Tage sich der Konkurrenz ausschalten. Okay. Danke. Haust du rein? Jo, hau rein. Boom. Also 10.000 würde ich mindestens erreichen. Nee, Landstalker ist es nicht gewesen. Schade. Aber das hier ist ein Blister Kompakt. Ja, das frage ich mich auch. Hier wird richtig hart rumgeballert. Also so geht's bei uns mit den Taxis nicht zu. Glaube ich. Nein, nein, die sind alle ganz froh, dass es hier nicht so wenig Taxibetreiber gibt. Da sind die tatsächlich relativ froh drüber.
Jetzt ist die Karre zwar nicht ganz heiler, aber mein Gott. Dann ist das jetzt halt so. So, zack, um. So viel wird ja auch nicht geben, nee. Ja, ja, loyal und so. Das ist grob. Was haben wir hier? Sentinel, ne? Sentinel XS, ja moin. Was haben wir hier? Washington. Sentinel. Das da wird, glaube ich, auch ein Sentinel sein. Sentinel XS, A-Team Van. Hey, was haben wir hier? Ein Admiral. Okay. Ups. Nee, aber so meine ich das von wegen, dass mir so Immobilien lieber sind. Oh, das ist ein Voodoo, okay. Sorry. Ist das vielleicht ein Stallion? Im Kopf, ja, ich weiß. Manana. So was könnte ein Stallion oder so sein. Esperanto, der steht auch auf der Liste. Ich glaube, das mit dem Verdeckgrad war der Stallion. Ich erinnere mich, glaube ich. Oh, hey! Das war ein Unfall, Mann. Also das kann mir jetzt eigentlich nicht angekreidet werden. Sehe ich nicht. Das mir auch nicht. Das war ein Unfall, hey. Jo. Stallion.
Stallion müsste tatsächlich der sein, den ich gerade meinte. Ich weiß ihn auch nicht. Phoenix. Ich glaube, in GTA 3 habe ich den relativ häufig genommen, den Stallion. Hier bin ich ja mehr mit meiner Stinger unterwegs, wenn ich es kann. Okay. An dieser Stelle würde ich sagen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf, hinterlasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.